Hier ist der Elvis, euer Corona-Hund. Und ich habe mir heute gedacht, was wäre denn gewesen, wenn wir gar nicht reagiert hätten? Was heißt wir? Wir reagieren ja gar nicht, ne? Hier diese Bundesregierung, lol. Irgendjemand hat gesagt, um Gottes Willen, bleibt zu Hause. Ja, alle bleiben zu Hause. Ich gehe mit dem Elvis, der Elvis geht mit mir an den Waldrand. Nur mal gucken, ne, wegen Kackerlegen und so. Piep, 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 bisschen machen. Ja, der Wald war voll. Der Wald war voll. Als ob die Leute, ja, klar, die Sonne scheint, ne. Da war Corona-Party im Wald, ne. Im Stadtwald, ne. Da hab ich direkt umgekehrt, ne. Und dann so, hier Terrasse kacken. Ja. Also, man hält sich dran. Meine Frage ist, was wäre denn gewesen, wenn das Ganze ignoriert hätte? Einfach ignorieren. Nur ein paar Tote mehr, scheiß drauf. Ja, mehr Arbeitsplätze, mehr freie Betten. Im Altenheim, in Krankenhäusern. Wäre cool, oder? Ist mal ganz ehrlich. Wo ist denn da das Problem? Ja, warum jammern wir? Es gibt irgendwie 8-9 Milliarden Menschen auf der Welt. 15.000 afrikanische Kinder verhungern alleine jeden Tag. Ich meine, und? Scheiße drauf. Wer hat überlegt? Es überlegt immer einer, ob man nicht irgendwie leben will oder nicht leben will. Ja? Aber im Endeffekt überlebt der, der sich anpassen kann. Und dessen Körper dazu bereit ist. Ja, warum sollen wir gegen die Evolution, warum sollen wir gegen die Natur handeln? Ich hätte gar nichts gemacht. Wie in Weißrussland. Sehr geil. Weißrussland, so fickt euch geil. Wird natürlich nicht in Nachrichten darüber berichtet, aber ich bin ja mit dem Präsidenten gut befreundet. Ey, sehr geil. Da geht's richtig gut ab. Ey. Ja, diese ganze Panik, ne? Sterbt doch endlich, ihr überflüssigen Menschen, ey.